Pangea. Die Überschwemmung. Ich glaube, in der Stadt wird es nichts mit Roaming. Du musst warten, bis du aus der Stadt raus sind, wo ein bisschen mehr spurig wird. Aber ich denke, wir kriegen den auch noch. Also, bleibt dabei. Okay. Wenn wir jetzt an dem Bus vorbeikommen, oder nicht? Ganz lange Schlange. Bis wir den Bus überholen, das ist noch eine Ewigkeit. Ja. Also dann, bis später. So, jetzt hat er gerade beinahe den Bus gekriegt beim Überholen. Leider hat der andere Bus auch ausgeschert und dann musste er natürlich bremsen. Kommt ein Auto von vorne. Und mehr Autos von vorne. Na dann, sehen wir ihn später wieder. So, wir hatten gerade den Bus verloren. Jetzt sind wir wieder an dem Bus dran. Schauen, was jetzt passiert. Mich überholen, da kommt so viel Gegenverkehr. Also bleib dran. Okay. Jetzt sind wir sozusagen aus der Stadt raus, haben alle überholt und jetzt wird noch der Bus. Wenn wir es jetzt gleich schaffen, oder wird es noch länger dauern? Ah, da komme ich von rechts. Es riecht hier wieder nach Kotze. Wie geht die jetzt? So, richtig extrem. So schlimm war das doch gerade gar nicht. Na egal. Ich glaube, ich schlafe auch gleich. Man muss den Geruch nicht ertragen. Aber erst möchte ich sehen, wie wir den Bus überholen. Dann bis gleich. So, wir haben den Bus überholt. Und... Eieiei. Was sind das denn für Löcher? Oi. Oh. Na gut. Also wir haben den Bus überholt. Ich werde mich jetzt noch mal kurz hinlegen. Noch mal ein, zwei Stunden schlafen. Dann müsste die Sonne wieder aufgehen. Also dann, viel Spaß. Bis später. Es ist jetzt kurz vor sechs. Und wir fahren, glaube ich, jetzt gerade Richtung Fähre. Der Weg zur Fähre war der Weg zur Autobahn.
große Brücke. Ich glaube, auf der rechten Seite ist die See. Oder? Fluss. Fähre auch fährt. Sprich, wir fahren jetzt nur aus dem Hafen und dann geht's rüber zu der Java-Insel. Von Sumatra nach Java. Viel Spaß. In Lampung war nicht die Fähre, sondern wo war die Fähre? Die Makaroni. Makaroni? In Makaroni. Makaroni. 46 Kilometer noch. Dann ist die Autobahn zu Ende. Ja. Okay, dann fahren wir jetzt nach Makaroni. Eine halbe Strecke. Makaroni? Ja, das ist bei der Makaroni. Und da ist der Hafen dann in Makaroni. Da gibt es zwei Inseln, mehr. Ja, ich weiß. Wir fahren genau in der Mitte durch. Voranfahren. Okay. Das heißt, kann man schnorcheln, ne? Mhm. Also noch mal ein bisschen warten. Bis gleich. Wir sind gleich da am Hafen. Wir werden jetzt in den Bus reinfahren, in der Fähre reinfahren. Und ganz schön eng. Okay, wir sind drinnen, jetzt müssen wir aussteigen. So, das ist der lange ganz oben. Noch ein höher.
tragen. Okay, wir legen ab. Das Schiff bewegt sich. Oder bewegt sich Indonesien? Bewegt sich das Schiff oder Indonesien? Gleich sind wir auf dem Meer. Ich habe Angst. Aber kein Wellengang, das ist schön. Wird eine ganz ruhige Fahrt. Okay, wir haben die Insel Sumatra verlassen. Das da hinten müsste der Krakatau sein. Wir haben schnell zu wachsen zu Vulkan. In den letzten paar Jahren. Schlauchboote. Zwei große Dieselmotoren. Oh, wir sind hier gleich da. Dann schauen wir mal, was meine Frau da macht. Schaut. Umdrehen. Weggefallen von einer kleinen Insel, wo einer Krakatau ist. Das ist immer doller. Ich glaube, da bricht gerade aus. Jetzt ist der Qualm heftig. Was war das?
Ja. Wir gehen jetzt einmal hier kurz rein. Vorbein sehen. Dann kann man drin essen. Ach, wolltest du da zur Toilette gehen? Okay, meine Frau geht zur Toilette. Bis gleich. Okay, das ziehen wir hier in den Bus. Wir warten noch ein bisschen anlegt und dann geht's weiter. Meine Frau hat letztens den Bus verpasst gehabt. Ja. Deswegen. Lieber früher? Wolltest du lieber früher hier runtergehen? Aus der Bus ist schon draußen. Sonst müsstest du hinterher laufen. Ah, schlimm. War schlimm gewesen? Schlimm. Was war passiert gewesen? Wir sind lange. Ja. Wir sind lange. Und was war da passiert? Was haben wir da gemacht? Wir mussten dann, wir mussten dann sofort laufen. Aber Gott sei Dank, der Bus haben auf uns gewartet. Ich hatte auf uns gewartet. Also kein Busfahrer, oder? Ja. Wie viele Leute waren da drin? Zehn. Zehn Leute mit euch oder? Mit uns. Und wenn alles auf hat? Nein. Kam er bis zu spät? Ja. Also das ist jetzt auch wieder passiert. Also dann, bis später. Okay, wir fahren jetzt aus dem Schiff raus. Wie gefiel dir das Schiff? Mhm. War ganz gut, ne? Ja. Pferde. Warten, jetzt kommt der andere Bus. Erstmal die Konkurrenz. NPM. Beide Nachbarn. Was, beide Nachbarn? Ja. Auch vom Pandang. Beifahrer geht erstmal raus, ein Rauchen. Da ist Festland. Jetzt winkt er auf Wiedersehen. Ich habe schon mal gesehen. Da ist ein LKW hier so von Schiff runtergefallen. Ja, bei Diktoplanus. Eieiei. Da Katastrophe. Immer einer nach dem anderen. Hey, noch nicht. Immer vordrängeln hier. Mit Balance, ne? Ja, genau. Wenn wir das eine Seite raus hätten, macht das so klipp, 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 klipp. Okay, warte. Bis dann.
sind hier am zweiten Hotel angekommen, in Depok. Es hat kein Fenster nach außen, nur ein Fenster im Flur. Man kann da einmal rausgucken, links und rechts. Bett, Fernseher, Aircondition, eigentlich alles, was man braucht. 16 Euro, 3 Tage, 2 Nächte. 16 Euro, 3 Tage, 2 Nächte. Also 2 Übernachtungen dann. Ne? Das ist das Badezimmer. Gibt es auch warm Wasser. Gut. Also alles, was man braucht eigentlich, ne? Also ist es gut. Kein 3-Sterne-Hotel oder sowas. Halt nur. Warum ist die Kamera so unscharf wieder? So. Kein 3-Sterne-Hotel. Halt nur zum Übernachten, weil wir sowieso nur unterwegs sind. Genau? Ja, ich danke. Gut. Sabun,